Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Final Fantasy 15. Auf... Normal. Was zur Hölle? Alles okay? Wir brauchen uns. Verstecken wir uns. Lockt, hier lang. Schnell, er greift wieder an. Er kommt. Neuer Versuch. Ich gebe Deckung. Hier. Okay. Auf ihn! Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh, mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Kapitel 1, der Aufbruch. Okay. Oh.
Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja. Und los! Ja. Ach, R2. Okay. Hammerhead. Ortschaft. Hey, da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwert ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, nutzen wir doch einfach mal die Zeit und schauen uns hier ein bisschen um, ne? Ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder?
Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Eine Karte ist ja schon mal gut. In deiner Navi-Karte in der rechten oberen Ecke wird ein Restaurant-Symbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Also ich sehe auch ohne Karte. Mal gucken, was es hier so gibt. Ich sehe auch ohne Karte, dass das Restaurant da drüben ist, Leute, ne? Also bitte. Ich bitte euch. Trotzdem würde ich gerne mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Weil in Final Fantasy, wo keine Gegenstände rumliegen. Aha. Eine verrostete Münze. Ja gut, ich meinte eher so Gegenstände wie Heiltränke oder so, ne? Vielleicht. Also von verrosteten Münzen hatte ich jetzt nicht geredet. Teilsplitter. Okay. Das macht's auch nicht besser. Heiltrank! Naja, bitte, es geht doch. Ne? Es geht doch. Bisschen umschauen. Nacht, schauen wir uns das mal an. Was gibt's? Ja, ja, gleich, Prompto, Moment. Prinzessin Luna Freya wird also Lucianerin? Irgendwie seltsam, nicht? Ja, was wird denn aus Tenebrae? Stimmt, denen fehlt dann ja die Kanagi. Es gibt doch immer wieder Leute, die was zu meckern haben, ne? Takas Boxenstopp. Das schärfste Jambalaya ein ganz loses. Wenn sie mal wieder Feuer im Tank brauchen, okay. Sieht scharf aus, oder? Sieht das lecker aus. Wer soll denn hier einen Schokobo mieten? Na gut, dann einmal scharfes Jambalaya, bitte. Oder? Willkommen. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Hier meine Infos. Refugien wurden eingezeichnet. Parkplätze. Ortschaften. Sammelstellen. Was darf's denn heute sein? Oh, was haben wir denn so? 50 Gil. Das ist, jo, 700 Gil. Okay, das wäre, glaube ich, eins dieser Restaurants, wo ich persönlich nicht essen würde. Aber gut. Jagdaufträge. Informanten haben nicht nur Infos und Essen, sondern auch Jagdaufträge im Angebot. Um die Gegend von gefährlichen Tieren und Sichern zu befreien, musst du einen dieser Jagdaufträge annehmen und die entsprechende Beute erledigen. Melde dich dann wieder bei dem Informanten, um eine Belohnung abzuholen. Okay. Um deinen Jagddrang zu steigern, musst du die erforderliche Anzahl an Jagdmarken sammeln, die Jägerzentrale für das Abschließen von Jagdaufträgen vergibt. Je höher dein Jagddrang, desto mehr Jagdaufträge hast du zur Auswahl. Und natürlich fallen auch die Belohnungen besser aus, na, das will ich doch hoffen. Das hier sind unsere Problemkinder. Diesen Jagdauftrag annehmen. Aktuelle, ja. Weiß das zu schätzen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das, ne?
nichts überstürzen. Noct, warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. Okay. Ja gut, dann machen wir halt erstmal das. Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Sein Aussehen hat sie zum Glück nicht geerbt, aber sein Talent auf jeden Fall. Ja. Okay, dann fragen wir erstmal Sydney und dann machen wir diesen Jagdauftrag. Da gab es ja 750 Gil, also das sollten wir dann erstmal ein Stück hinkommen, ne? Ja, obwohl, wenn das Essen hier schon 700 Gil kostet, ne? Ja, reden. Hallo? Nanu? Der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Kannst du uns vielleicht etwas Geld leihen? Hä? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr's mal versuchen? Er will also, dass wir uns unser Geld selbst verdienen? Na gut, dann sollten wir ihn nicht enttäuschen. 10 Fertigkeitspunkte erhalten. Öffne das Menü und wähle Fertigkeiten, um unter Verwendung die Gruppe weiterzuentwickeln. In der Galerie findest du jetzt den Eintrag Bestarium. Erfahre mehr zu den Wesen und Feinden, die du bisher... Ah, gut, okay. Persönlichkeiten über Menschen, die wir begegnet sind. Okay, Fertigkeiten. Was haben wir hier? Kampf... Team, Statuswerte. Erhöht die LP aller Gefährten um das Doppelte ihrer jeweiligen Stufe. Ersetzt gleiche Effekte niedriger Stufe. Also ich würde mal sagen, das spare ich mir erstmal. Farbsturz. Erhöht den Schaden von Überraschungsangriffen. Was haben wir hier? Erhöht Noct das MP um seine Stufe. Also. Automatisches Ausweichen verbraucht noch weniger MP. Ja gut, ich kann ja eh nix, noch nichts machen, denn meine Fertigkeitenpunkte sind noch zu niedrig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater, ist das klar? Okay, das waren 1000 Gil. Das ist nice. Und ich habe ein Accessoire bekommen, habe ich gerade gesehen.
Und das kann ich jetzt wo? Anlegen? Keine Ahnung, okay. Kriegen wir noch raus. Wow, die verkaufen ja ganz andere Sachen hier. So läuft das halt. So, dann wollen wir doch einfach mal schauen. Sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Nockt! Ja, das weiß ich doch. Denk daran, beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Schluss jetzt! Ah ja, das sieht gut aus. Kinderleicht. Gut, auf zur nächsten Koordinate.